Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie hier mit dabei sind heute Abend, heute Montagabend, 20 Uhr, hier im Internet und zu unserem Workshop. Und begrüße Sie recht herzlich. Freue mich, wie gesagt, dass Sie da sind und ja, ich hier für Sie den Workshop abhalten darf. Und ich begrüße auch diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen, um hier das eventuell nochmal zu sehen oder überhaupt, weil sie jetzt keine Zeit haben, dem Workshop zu folgen. Vielen Dank, ich freue mich sehr und lieben Dank auch an meine Eltern, die sind selbstverständlich mit dabei, wobei selbstverständlich ist heutzutage ja eigentlich nichts und deswegen bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr beiden mich unterstützt. Dann legen wir gleich los und starten mit der Präsentation. Ist ja immer, wie Sie wissen, ein sehr spannender Moment, aber diesmal habe ich sowohl die richtigen Folien als auch das richtige Datum. Also für Sie auch eventuell einen Moment zum Aufatmen. Also ich habe es Ihnen gerade zum Download freigegeben, dann können Sie das jetzt hier in Ruhe downloaden und dann ablegen, wenn Sie darauf zurückgreifen möchten. Ja, 5. Februar 2024 und wie gesagt, ein Montag und das Jahr schreitet schnell voran. Wir haben jetzt schon den zweiten Monat in diesem Jahr und die Zeit rennt und rennt und rennt und manchmal weiß man gar nicht, wie einem geschieht. Schon ist wieder eine Woche herum. Nichtsdestotrotz bleibt uns dieser wichtige Hinweis hier. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig für uns. Jetzt habe ich natürlich nicht gefragt, ob man mich gut hört und ob Sie auch die Folien sehen. Darf ich da nochmal um Rückmeldung bitten von Ihnen? Vielleicht kann das der eine oder andere kurz mal in den Chat reinschreiben. Ich schaue mir das gerade an, ob denn ich gut zu hören bin, Sie mich gut gesehen haben, beziehungsweise dass Sie die Folien sehr gut sehen. Dankeschön, Herr Schuster. Dann können wir ja weitermachen. Danke sehr. Ich möchte heute mal mit dem organisatorischen Teil beginnen und hier nochmal die Kommunikationswege zu uns kurz präsentieren. Wir haben ja viele verschiedene Möglichkeiten, wie Sie uns am besten erreichen können und hier habe ich sie Ihnen aufgeschrieben auf dieser Folie, die kennen Sie ja vielleicht bereits schon und nichtsdestotrotz sind es wichtige Informationen. Sie erreichen uns über das Ticketsystem, Live-Chat beziehungsweise im Forum. Alle drei Sachen können Sie zum Beispiel über diesen Link, den roten Link, der dann direkt daneben steht, können Sie dort erreichen. Sie erreichen das Ticketsystem und Live-Chat auch, wenn Sie auf einer unserer Seiten sind, die eben hier mit versorgt sind, zum Beispiel auch in unserem Shop. Da haben der eine oder andere vielleicht schon mal gesehen, dass da ein Chatfenster eventuell sich öffnet oder Sie könnten es öffnen. Oder auf unserer Seite, zum Beispiel der Seite mit den wichtigen Informationen von uns an Sie. Da ist dort bei dem Link am Ende statt Support steht dort Download. Das kennen Sie hier vielleicht auch. Also dort erreichen Sie uns auch über das, da erreichen Sie auch das Ticket beziehungsweise Ticketsystem beziehungsweise Chat mit uns. Für den einen oder anderen wichtig, dann auch mit uns persönlich zu sprechen.
Die Telefonnummer, Sie wissen, Montag bis Freitag, 9 bis 10 Uhr, rufen Sie hier an. Und zwar die Telefonnummer, die hier auf dieser Folie steht. Und Sie können es einmal klingeln lassen und sofort auflegen. Der Anruf ist registriert. Wenn Ihre Telefonnummer mitgesendet wurde mit dem Anruf, dann können wir Sie auch zurückrufen. Und das ist natürlich garantiert. Und das ist unser Service für Sie hier, dass wir mit Ihnen telefonieren und dann telefonisch Ihre Fragen beantworten. Sie können aber auch eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de senden. Das ist dasselbe, wie als wenn Sie uns im Ticketsystem ein Ticket öffnen. Das ist resultiert in demselben. Da öffnet sich bei uns ein Ticket und wir können dann mit Ihnen über diese Fragestellung, die Sie da haben, können wir uns dann schriftlich unterhalten mit Ihnen. Ja, den Workshop montags haben Sie erreicht, da freue ich mich auch sehr. Und hier können Sie im Chat Ihre Fragen stellen und in der Aufzeichnung des Workshops haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch die Informationen sich downzuladen, die wir mit teilen hier mit unserem Vortrag. Sie können sich also hier die beste Möglichkeit aussuchen für sich von denjenigen, die wir anbieten. Und wir beantworten immer Ihre Fragen, ganz egal, welche Sie uns stellen. Wir wissen, dass dieser Service von uns, der darauf ausgerichtet ist, Sie mit unseren einmal eigenen Erfahrungen, mit unserem Wissen, aber auch mit Erfahrung anderer Anwender beim Einsatz von Agile Care zur Verbesserung ihrer Lebensqualität, dass dieser Service und auch die vier Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten, dass dies einzigartig ist. Wir machen das gern. Wir machen das, weil es uns Freude bereitet und weil es uns Freude bereitet, von Ihnen zu hören, dass Sie erfolgreich gewesen sind, dass Sie weiterhin erfolgreich sind. Und ich habe hier einmal Rückmeldungen aufgelistet hier bei uns, die uns in letzter Zeit erreicht haben und Ihnen sogar auch noch einmal die netten Worte mitgebracht, die uns erreicht haben. Es ging einmal hier um ein Basaliom. Derjenige hat die Diagnose Basaliom erhalten und hat die Anwendung OEI7 Basaliom. Ich habe sie Ihnen hier mit aufgeführt, also OEI7 Basaliom durchgeführt und wir bekamen erfreulicherweise schon in relativ kurzer Zeit, nachdem wir diese Empfehlung gegeben haben, die Rückmeldung. Vielen herzlichen Dank nochmals für Ihre Einschätzung bezüglich des Basaliums. Es schwindet dahin. Großartig. Ich habe hier noch einen kurzen Einschub dafür. Also unsere Einschätzung letztendlich, das bezieht sich darauf, auf unsere Empfehlung zur Eliminierung der betreffenden Mikroorganismen. Also hier das einzusetzen, Agile Care einzusetzen. Heute habe ich zum Beispiel eine Rückmeldung erhalten von jemandem, der Tränensäcke unter den Augen bemerkt hat und dagegen gern mit Agile Care vorgehen wollte und ist, nachdem wir darüber gesprochen haben, hat sie diese Anwendungen A197, also A197, Lymphstau, so heißt die Anwendung, angewendet und zusätzlich die Anwendung SYL22, also SYL22, Lymphsystem, Zirkulation, erhöhter Abfluss. Diese beiden Anwendungen angewendet und hier ist es laut der Informationen der Anwenderin relativ schnell gegangen. Also ich glaube, es waren 1 bis 2 Wochen, wo hier dann schon die verbesserte Situation festgestellt werden konnte von ihr selbst. Und weiter geht's.
Ich habe hier auch noch eine Rückmeldung von jemandem erhalten. Da möchte ich Ihnen da den Text vorlesen, den ich sehr, sehr erfreulich, aber auch sehr herzlich empfunden habe. Derjenige schreibt uns: Meine Schwester war jetzt eine Woche bei mir zu Besuch und hat täglich mehrere Agile Care Anwendungen gemacht. Sie hatte gute Ergebnisse mit dem Programm SYL26. Im Sommer hatte sie eine Borrelieninfektion und sie bekam Antibiotika. Dann waren keine mehr nachweisbar, aber sie hatte immer noch diffuse Probleme. Während der Anwendung des Programms SYL26 spürte sie eine Art Kribbeln an all denjenigen Körperstellen, die ihr die ganze Zeit über Probleme bereitet hatten. Allmählich ließen dann die Schmerzen nach. SYL22 schlug auch gut an bei ihr. Und weil sie auch ein paar Mal eine Corona-Infektion hatte, machte sie auch die Corona-Programme und die neuen Programme aus dem letzten Update, nämlich BOE10 und C1433. Das war auch eine super Sache. Sie hat das im Kopf und in der Lunge gespürt. Sie bekam keine Impfung, aber sie kommt täglich mit Geimpften in Kontakt. Und da probierten wir einfach aus, ob es da eine positive Wirkung durch diese Programme gibt. Weil sie auch Panikattacken hatte, machte sie einige, in Anführungszeichen, Angstprogramme und sie spürte dann, dass sich während der Anwendung im Gehirn etwas tat. Das war übrigens auch bei dem Borrelien-Programm der Fall und zwar genau an den Stellen, die auch bei den Panikattacken Probleme machten. Das war ein spannendes Experiment, wie diejenige schreibt. Sie sagt auch, dass nach ein paar Anwendungen das Kribbeln nachließ und auch die Anwendung selber bei gleicher Einstellung nicht mehr so heftig spürbar war. Sie hat während der Anwendung viel getrunken und ausreichend Zeolit eingenommen. Also hier mal eine ganz umfangreiche Rückmeldung, die wir hier bekommen haben zu der Fragestellung. Und wir finden das sehr schön, hier auch mal dann mitzubemerken, auch wie sie selber da mit Agile Care vorgehen und was auch ihre eigenen Erfahrungen sind während der Anwendung. Also das kann für jeden ganz unterschiedlich sein und der ein oder andere nimmt dann das Kribbeln anders wahr. Hier in dem Fall war es so, dass anscheinend das Kribbeln nachgelassen hatte, was eventuell ein Zeichen darauf schließen könnte, dass hier das Kribbeln dann die kennzeichnet, dass hier auch Erreger vorhanden sind. Das ist allerdings nicht die Erfahrung, die wir gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz hier ein sehr schönes Beispiel, was ich Ihnen hier mitgebracht habe. Und geht gleich noch weiter. Nämlich mit jemanden einmal, da geht es um die Erkältungssymptome und die Rückmeldung war, ich habe heute nachträglich euren Workshop angeschaut und zufällig passt das Programm A434RS-Virus super zu meinen Symptomen, die ich seit 3 Tagen mit mir herumschleppe. Nach nur circa 1 Minute Anwendung wurde meine Nase frei, da war ich baff, da ich sonst auch gute Erfahrungen mit Chlordioxid 0,3% machte. Diejenigen, die sich mit CDL auskennen, können da eventuell ein bisschen was mit anfangen. Aber diesmal war es so zäh und schnell, wie euer Programm jetzt da war, der Wahnsinn. Bin begeistert. Habe jetzt gleich 2-mal hintereinander laufen lassen und fühle mich wesentlich besser. Mal wieder vielen herzlichen Dank für dieses tolle Gerät. Also hier noch die Information von demjenigen hier, dass eben dann auch Agile Care nicht nur allein eingesetzt wird, aber die Erfahrung von demjenigen zeigt, hier ist dann, Agile Care hat dann letztendlich den Durchbruch gebracht. Ja, herzlichen Glückwunsch und noch ein weiterer Bericht. Hier geht es um die Pfote von einem Hund. Und hier sind nach längerem Hin- und Herprobieren sind da die Erreger festgestellt worden, beziehungsweise vermutet worden. Einmal ging es um Streptokokken, und zwar die Beta-Streptokokken, aber auch Staphylokokken. Und es wurde ein Pilz wurde hier vermutet.
Und wir haben deswegen die Anwendung empfohlen A561 Beta-Streptokokken, C1469 Staphylokokken-Infekt 1 und C984, da geht es um den Pilz Malassezia furfur, also C984 Malassezia furfur. Und die Rückmeldung war, dass, dann muss ich Ihnen noch die Bilder dazu zeigen, warten Sie, die habe ich hier versteckt. Also hier sehen wir die Bilder, und zwar der Text, den ich Ihnen jetzt vorlese, bezieht sich auf die ersten beiden Bilder, die Sie von rechts nach links sehen. Und dort schreibt derjenige, zwischen dem ersten und zweiten Bild lag nur eine Woche und es galt als laut dem Tierarzt als ausgeheilt, also das zweite Bild. Zusätzlich musste nichts weiter unternommen werden. Zum Vergleich, die andere Pfote, das ist das ganz links außen das Bild, zum Vergleich die andere Pfote ein Jahr vorher, wie es ausarten kann, trotz CDL und DMSO und etc. Alternativ hatte über 3 Monate damals nichts angeschlagen. Zum Glück haben wir jetzt Agilcare. Also sehen, es betrifft nicht nur uns Erwachsene, uns Menschen, die von Agilcare profitieren können, sondern eben die Chance besteht auch für die vierbeinigen Begleiter. Und dann habe ich Ihnen hier nochmal Möglichkeiten mitgebracht, wie Anwender, die es gelöst haben mit Agilcare, dann Agilcare ihren vierbeinigen Freunden zugutekommen zu lassen. Hier derjenige hat 2 Plastikschalen genommen, dort Wasser eingeführt, und Sie sehen hier bei den Bildern auf der rechten Seite, ich habe das nochmal hier etwas genauer unten drunter, wie die Handelektroden hier befestigt sind. Und Sie sehen es vielleicht nicht ganz richtig, da ist ein bisschen Wasser unten drin und die Elektrode taucht nur gerade so in das Wasser ein. Und der Hund, Sie sehen das auf der rechten Seite, linken Seite, jetzt habe ich mich selbst erwischt, also Sie wissen, Frauen, rechts, links, ich habe sie auf jeden Fall. Also hier auf der linken, auf dem linken Foto sehen Sie dann, wie der Hund dort in diesen Wasserbassins steht, um dann Agilcare anwenden kann. Andere Möglichkeit gibt es auch. Man kann die Handelektroden an den Hund heranlegen. Das geht natürlich, wenn er dort schön ruhig liegt, wie hier auf dem Foto. Das ist natürlich ein bisschen anstrengend, gerade wenn die Anwendung etwas länger dauert, dann die so an den Körper heranzulegen. Und dann ist es vielleicht etwas besser, hier die Haftelektroden zu nutzen. Wobei als Einwurf hierzu, ich würde die Haftelektroden von der Stoffseite etwas befeuchten und dann mit dieser angefeuchteten Seite dann ins Fell legen, also anders als so, weil das kann natürlich sein, dass das ein bisschen unangenehm ist für das Tier, wenn dann die Haftelektroden kleben bleiben am Fell. Und natürlich, Sie wissen es, das sind hier die kleinen Haftelektroden und wir empfehlen ja mit Agilcare die großen Haftelektroden, und das gilt natürlich auch für die Vierbeiner. Hier nochmal auch ein Beispiel, wie man das im Aquarium anwenden kann. Ich hoffe, Sie sehen es. Ich mache mal das so, dass ich hier den Stift habe. Und also Sie sehen das Aquarium hier. Das ist das Gesamte. Und Sie sehen hier und hier hängen die Elektroden hier im Wasser. Ups. So, also hier ist nochmal vergrößert, hier die Elektrode, da die Elektrode. Wichtig ist dabei, dass die Elektroden nicht komplett in Gänze im Wasser eingetaucht sind, sondern nur, also bis zu dem Punkt, dass eben das Kabel nicht mit eintunkt. Also hier die Anordnung für ein Aquarium. Und dann kann auch für die Fische, kann auch hier Agilcare genutzt werden. Und diejenigen, die das eventuell schon auch
überlegt haben, für sich selbst als Fußball zum Beispiel dann die Füße reinzugeben. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, weil dann die gesamte Oberfläche, die von uns, also vom Fuß beispielsweise oder jetzt hier bei den Fischen, die gesamte Haut, der gesamte Fisch bildet somit dann die Elektrode und kann eben die elektromagnetischen Frequenzen aufnehmen. Also jetzt hier als Beispiel für uns. Und das sind zum Beispiel für Rückmeldungen an uns. Und wir freuen uns darüber sehr, über Ihren Erfolg zur Verbesserung Ihrer Lebensqualität, der Verbesserung der Lebensqualität Ihrer Lieben, Ihrer Liebsten, Ihrer Freunde. Und das ist auch der Grund, weswegen wir unsere Tipp-Provision eingerichtet haben. Die ist ja dafür gedacht, dass Sie der Meinung sind, wir unterstützen Sie sehr gut und auch natürlich, und das ist noch viel mehr und viel wichtiger, Agilcare unterstützt Sie sehr gut bei der Verbesserung Ihrer Lebensqualität. Und wir möchten uns bei Ihnen bedanken und das auch in uns angemessenem Rahmen finanziell gesehen, also 150 Euro pro Gerät, dessen Kauf Sie empfohlen haben. Und aufgrund Ihrer sehr guten Erfahrung mit Agilcare haben Sie das an denjenigen empfohlen. Und es gibt wenige und einfach zu erfüllende Bedingungen. Erste ist natürlich, Sie besitzen ein Agilcare. Das ist, denke ich, selbstverständlich dabei. Und zweite Bedingung klingt ein bisschen hart, aber Voraussetzung ist, Sie geben uns den Namen desjenigen, dem Sie Agilcare empfohlen haben, bekannt. Da reicht uns wirklich nur der Name. In den meisten Fällen, also am besten geben Sie uns den Namen im Voraus, vor dem Kauf von dem Gerät bekannt. Das ist auch für Sie gut, weil wir verständlicherweise nur einmal Tipp-Provision pro Empfehlung gewähren können. Und da zählt für uns der Zeitpunkt, wann wir die Information erhalten haben. Also derjenige, der da zuerst uns informiert hat, er hat hier eine Empfehlung ausgesprochen, der bekommt dann die Tipp-Provision reserviert und dann für den Fall des Kaufes bei uns im Shop dann auch überwiesen. Und das ist gerade der dritte Punkt, nämlich, dass der Kauf des Agilcares, der wird bei uns in unserem Shop durchgeführt. Und deswegen habe ich Ihnen hier auch nochmal die Adresse zu unserem Shop dann angegeben. Den dürfen Sie auch gern an denjenigen, dem Sie Agilcare empfehlen, weitergeben. Ja, wir haben natürlich auch Partner, die wir hochschätzen, die Neukunden von Agilcare aufgrund ihrer Expertise und Erfahrung auf dem Gebiet und dem Einsatz von elektromagnetischen Frequenzen, aber auch von alternativen Methoden zur Erhaltung und Verbesserung der Lebensqualität, die können hier auch sehr gut beraten und diejenigen verkaufen Agilcare selbst in ihrem Shop. Das sind Partner, wie gesagt, von uns. Und aber diese Shops, die sind nicht für diese Tipp-Provision eingerichtet. Das heißt also, deswegen hier nochmal der Link für unseren Shop, wenn Sie eben jemanden Agilcare empfehlen und Sie möchten dann gerne auch von uns die Tipp-Provision erhalten, dann wie gesagt, geben Sie doch auch den Link zu unserem Shop weiter, damit dann der Kauf dort erfolgt. Und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Agilcare-Anwender und wir schätzen Ihre Empfehlung dazu sehr und wir schätzen Sie hoch ein und bedanken uns bei Ihnen dafür. Und ich hoffe, Sie verzeihen es mir, wenn es auch in dieser Woche für Sie eventuell mehr um Organisatorisches in meinem Vortrag ging. Also besser finde ich es, dass wir hier im Workshop zusammen sind und ich die Gelegenheit habe, auch solche Dinge mit Ihnen anzusprechen. Und kurz vor Ende des Vortrags möchte ich noch etwas zum Symposium in diesem Jahr sagen. Einige wenige Plätze haben wir noch frei
Und vielleicht spricht sie das Thema Leben ohne Krankheit, elektromagnetische Energie und unser Leben an. Und es interessiert sie, wie wir in unserem Leben, also nicht nur in Verbindung mit Agile Care, wie wir zusammen mit elektromagnetischer Energie leben, Chancen und Risiken. Darum soll es in dem Symposium gehen. Und die elektromagnetische Energie um uns herum, in uns und wie wir, wie gesagt, damit umgehen. Einige Plätze sind, wie gesagt, noch frei und ich freue mich, ehrlich gesagt, schon sehr drauf. Einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Location, die wunderschöne Versorgung, aber auch natürlich, und das ist ja der Grund, wunderschöne Vorträge mit Ihnen zusammen zu hören und diesen zu folgen. Und wie immer ist es bei uns ja bei unseren Symposien so, dass alle Fragen von uns beantwortet werden. Das ist unser Versprechen für das, für eigentlich für alles von uns, aber natürlich auch für das Symposium. Und somit wären wir auch am Ende meines Teils des heutigen Workshops. Und ich habe jetzt eigentlich nur noch die Fragen, die Sie im Chat gestellt haben, zu beantworten. Lieben Dank dafür, dass Sie da mir bis jetzt gefolgt sind heute Abend mit dem Vortrag. Lieben Dank an meine Eltern schon mal für die liebe Vorbereitung und dass wir jetzt hier gleich loslegen können und die